In diesem Video zeige ich euch die schönsten Fotospots rund um das Sleeping Beauty Castle. Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem Foto-Session-Video, sage ich es mal. Und zwar werde ich auch immer oft gefragt, Moni, zeig mal die schönsten Fotospots. Und heute widme ich die Fotospots dem Schloss hinter mir, denn es gibt so viele schöne Fotospots, die ich euch jetzt zeigen werde. Heute ist jetzt nicht das beste Wetter, also es regnet wenigstens nicht, aber wenn die Sonne scheint, ist das Schloss natürlich noch schöner. Dennoch zeige ich euch die Spots jetzt hier in diesem Video, inklusive auf der App, also in der Map. Markiere ich euch die Spots, damit ihr auch seht, wo ich genau stehe, und werde auch ein paar Beispielfotos machen. Ich muss jetzt mal hier jemanden fragen, weil ich alleine bin, der mal Fotos von mir macht, um euch zu zeigen, wie denn die Location dann aussieht. Ja, wir starten auf The Hub. Ja, The Hub ist der Platz hier mitten vor dem Schloss, auch ein sehr beliebter Spot, um das Feuerwerk zu sehen. Also ne, hier könnt ihr auch das Feuerwerk super sehen, vor allem, wenn ihr hier vor diesen Zäunen steht fürs Feuerwerk, dann habt ihr auf jeden Fall keine Kinder vor euch, die auf der Schulter dann irgendwann sitzen. Und hier könnt ihr auf jeden Fall schöne Fotos machen. Ihr seht hier auch, die Menschen machen hier natürlich viele Fotos. Ihr könnt aus jedem Blickwinkel hier direkt davor oder hier an der Seite oder an der Seite. Also ja, hier ist auf jeden Fall auch ein sehr beliebter Fotospot. Morgens, wenn noch wenig los ist, habt ihr die Gelegenheit auch mit wenig Menschen Fotos zu machen. Also dass die wenig Menschen mit auf dem Foto sind. Heute ist jetzt auch nicht so viel los, es geht. Aber ja, The Hub ist auf jeden Fall einer der beliebtesten Plätze, um Fotos mit dem Schloss zu machen. Ein weiterer schöner Fotospot ist, wenn ihr, wie jetzt ja auch die anderen Frauen hier, auf dieses Podest hier steigt. Und dann habt ihr das Schloss auch im Hintergrund mit weniger Menschen. Und das ist auf jeden Fall auch ein schöner Spot, um Fotos zu machen. Ein weiterer sehr beliebter Spot ist, ich nenne ihn immer liebevoll, der Influencer-Spot, dieser Kreis hier. Davon mache ich ja unzählige Bilder, also davon zeige ich euch ein schönes Bild. Nicht die ich gerade gemacht habe. Die von eben sind nicht so Instagram-tauglich mit meiner ganzen Montur an, aber ich habe jetzt keine Lust, mich auszuziehen, immer Rucksack an. Also es geht einfach nur, damit ihr sehen könnt, wie die Location aussieht. Wie gesagt, hier sind wir eigentlich immer mit Prina und den Mädels und machen hier Videos und Fotos. Gibt ihr dann keine Menschen im Hintergrund und auf jeden Fall auch immer schön das Schloss. Ja, auch ein sehr beliebter Fotospot. Nicht nur der Kreis hier, auch hier vor dem Zaun kann man auf jeden Fall auch schöne Fotos machen und hat immer das Schloss im Hintergrund. Hier vom The Hub kommt und hier lang läuft, links vom Schloss, ist das hier auch eine sehr schöne Location. Natürlich nicht auf der Wiese, ich möchte ein Stück zurückgehen. Hier so. Vor dem Zaun mit der Wiese im Hintergrund, da habt ihr auch noch mal die Bäumchen schön auf dem Bild, und das ist auf jeden Fall auch mal ein sehr schöner Fotospot. Und wenn ihr noch ein Stück weiter lauft, hier Richtung Fantasyland, gibt es auch einen schönen Fotospot. Hier direkt auch an dem Zaun. Hier haben wir auch schon mal einige Fotos gemacht. Könnt ihr euch auch ein schöneres einblenden. Und hier habt ihr auch die Bäumchen im Hintergrund. Und auch das Schloss von der Seite. Und hier sind dann auch nicht mehr so ganz so viele Leute. Auch ein sehr beliebter Spot von hinten, vom Schloss. Im Fantasyland ist natürlich das Schwert. Und da machen auch viele Fotos. Und dann habt ihr halt das hintere Schloss auf dem Foto. Ja, sieht dann so aus. Der Weg hier ist leider geschlossen, ich komme da jetzt leider nicht hin, aber da haben wir auch schon mal richtig schöne Fotos gemacht. Wenn ihr euch da auch zum Beispiel auf die Mauer setzt oder da hinstellt, habt ihr auch so, also jetzt sieht man es total schlecht von hier, habt ihr aber das Schloss auch auf dem Foto. Ich blende euch hier ein Foto ein, da haben wir schon mal Fotos gemacht. Also da kann man auf jeden Fall schöne Fotos machen. Ja, da werden wir auf dem ganzen Weg, der kommt, also man muss da hinten rein, bei der Castle Stage, da, und dann hier rum, und dann kommt man hier auch, das ist eine Art Abkürzung, und eine andere Fotospot, die ich euch zeigen wollte, da komme ich jetzt leider auch nicht hin, aber das mache ich von unten,
Ja, also wenn es offen hat, dann das ist sozusagen der behindertengerechte Weg um eine Abkürzung, also mit Rollstuhl ist auch angezeichnet. Ja, leider aktuell gesperrt, weiß nicht, wegen kalt oder auch ein schöner Fotospot ist hier, so auf der Brücke, wenn man ins Schloss reinläuft. Ich habe hier, wo Driebenschein Brighter noch lief, wurde das hier abgesperrt, weil die Fontänen halt so hoch sind und das Wasser auf diese Brücke spritzen, laufen da keine Leute lang und dann ist hier immer abgesperrt mit dem Seil. Und da kann man vor dem Seil stehen und super schöne Fotos machen, blende ich euch gerne ein. Habe ich letztes Jahr im Sommer gemacht. Und ich bin mir sicher, dass auch wieder die Fontänen zum Einsatz kommen während der neuen Show, die ab Februar startet. Und dementsprechend wird dann vielleicht auch wieder hier abgesperrt sein. Und dann könnt ihr auch schöne Fotos machen ohne Leute im Hintergrund. Auch ein schöner Fotospot auf der rechten Seite vom Schloss, wenn ihr Richtung Fantasyland läuft. Ich sag mal läuft. Dann hier auf der rechten Seite, auch hier an dem Zaun, kann man auch schöne Bilder machen ohne Menschen. Und ja, ist auf jeden Fall auch schön, auch abends ist ja das Schloss schön beleuchtet. Also hier kann man auch echt schöne Fotos machen. Versprochen bin ich jetzt auf der anderen Seite, wo man eigentlich rein kann. Aber wahrscheinlich wegen kalt darf man hier nicht rein, ist auch abgesperrt. Aber da ist auch ein schöner Fotospot bei dem Brunnen, den ihr da hinten seht. Da kann man sich dann so hinsetzen, hat auch das Schloss im Hintergrund. Also ja, da beim Brunnen, ich weiß nicht, ob ich noch ein Foto finde, ich glaube, kann man mich in ein Wittchen bauen oder so, habe ich da noch ein Bild, mal schauen. Blende ich euch natürlich ein, wenn ich es sehe. Ja, also auch ein sehr schöner Fotospot hier. Ein weiterer beliebterer Punkt ist hier die Erhebung, wie nennt man das, diese Erhöhung vor der Castle State, also ihr seht, da ist noch weihnachtlich dekoriert. Da finden ja oft Shows statt und da hat man natürlich einen guten Blick hier auch von oben auf die Shows, auf das Schloss und ist auch eine schöne Fotolocation hier und hier kann man auch ganz schöne Fotos machen mit dem Schloss im Hintergrund. Und natürlich lohnt sich auch immer ein Bild auf der Main Street, wenn es nicht ganz so voll ist, bekommt ihr auch echt schöne Bilder mit dem Schloss. Und ja, dann ist das Schloss ein bisschen im Hintergrund, aber dennoch mega schön und ihr bekommt natürlich die Atmosphäre auch von der Main Street mit aufs Bild. Das war's mit den Fototipps rund um das Disney-Schloss hier bei mir im Hintergrund. Wie gesagt, das sind meine Lieblingsspots, die ich gerne mit euch teilen wollte. Ich werde so oft gefragt, zeig mal die schönsten Fotospots. Ich habe jetzt mal angefangen mit denen rund ums Schloss. Es gibt natürlich noch mehr Fotospots. Wenn ihr die noch sehen wollt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Dann mache ich das in den nächsten Wochen und Monaten mal. Nehme ich das mal in Angriff, vor allem im Sommer, wenn die Fotospots auch schön beleuchtet sind mit Sonne und so. Aber dennoch hoffe ich, ihr habt trotzdem ein gutes Bild von den Fotospots bekommen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.